Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Und ich glaube, hast du gerade gepfiffen? Wie würde? Oh. Was ist passiert? Gegners. Oh, ja, ich komm. Okay, sie habe ich. Was? Irgendwo ist hier. Da oben läuft er. Ja, da ist er. Vor dir jetzt. Jetzt hinter dir. Da ist er. Ja, ist. Kommt zu dir. Oh. So. Die bringen wir doch auch gleich mal wieder weg. Wobei mein Wagen ist gerade leer. Warte mal. Mein Mensch hat keine Ausdauer. Oh. Mein Wagen ist weg. Irgendwie kriegst du die da nicht drauf. Also es wird zwar angezeigt, aber irgendwie will er nicht. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, setz dich auf die Bank. Wir mal ein Fleisch hinhängen. Und ein Fleisch nehmen. Hab ich noch Fleisch drin? Nee. Alles gut. Sieht noch echt spartanisch leer aus hier. Hast du gerade jetzt gegessen? Ja, okay. Gegessen und getrunken. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas gegessen, was ich gar nicht angeklickt habe. Ich kam mir ein bisschen spanisch vor. Also ich muss hier drunter mit dem Wagen. So. Wie sieht das aus bei dir mit Rüstung? Weißt du, ja, du hast ja viele Krokodile geklatscht, ne? Die Krokodil, also die Echsenhaut kannst du auch anziehen, die bringt auch ein bisschen was. Muss ich mir nachher erst noch welche fertigen? Diese Rüstung. Oder? Ja, mein Wagen ist kaputt. Ja, mit der Zeit wird der abgenutzt auf dem Gelände. Nee, ich wollte ja den Typen reinschmeißen, dadurch hat er sich umgedreht, jetzt krieg... Da ist er. Kann ihn auch nicht greifen, nee. Volle Wurst. Mein Wagen geht nicht mehr. Gut gemacht. Mach mal deinen voll. Waren 21 Stück allein umsonst. Das passiert. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich, man kann ihn wieder umdrehen, aber ja, ich kann hat er Steine reinlegen. Das ist ja genau, aber sonst kannst du ihn nicht mehr benutzen. Nee. Am besten gar nicht in die Nähe gehen. Das war's ein Baumstück, oder? Ich glaube ja. Da habe ich mir meine Turbo-Axt wieder. Das bin ich. Fellbäume. Hör ich noch nicht mal. Baummenü, hallo? Gut, fällt in die Richtung. Hä? Muss ich woanders hingehen? Hier vorne halt hin. Wenn ich da nicht bauen darf, mache ich das an der Ecke. Ich habe schon wieder welche gehört. Alter, nur noch 43, sehr geil.
Da ist ein Hase. Daneben. Auch daneben. Treffer. Nochmal daneben. Ne, erwischt. So, zwei Hasenfälle. Eventuell können wir dann damit gleich auch mal Dings bauen, dass wir mehr Stöcker cool, tragen können. Ich habe noch keinen Hasen erlegt. Aber einen Bogen und Pfeile hast du schon? Einen Bogen habe ich, Pfeile noch nicht. Ja gut, wir brauchen viel. Ah ja, siehst du. Pass auf, da kümmere ich mich jetzt mal ganz direkt drum. Den Baum, wo wir jetzt unser Feuer drin haben. Den lassen wir auch mal. Da baue ich jetzt diese Baumharzdinger und Vogelhäuser mal dran. So Baumharzsammler. Den hätte ich niemals gefällt, weil viel zu viel drumherum steht. Ja. Die Baumharzsammler können wir natürlich noch gar nicht bauen. Weil wir keine Töpfe haben. Und die ersten Töpfe. Die ist hier was vergammelt? Verdorben. Was? Ein Stück Fleisch. Ja, am Trockending. Ja, oder es war vorher schon verdorben. Da war eins auf den Boden gelegt, das habe ich mit dazu getan. Ja, das habe ich weggeschmissen gehabt vorhin, weil es verdorben war. Ah, shit, und ich habe es wieder hingehangen. So. Vogelhäuschen. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Da ist das Vogelhäuschen. Davon bauen wir mal ein paar hier dran. Für Federn, dass wir uns auf jeden Fall Pfeile basteln können. Oh, es wird dunkel. Hier liegen zwei, drei Bäume jetzt. Ja, ich komme mal mit dem Wagen vorbei. Da hinten noch steht. Das nehmen wir mal mit, das ist was füttern. Also dann hält sich das gerade mit dem Trinken gut im Zaum. Das überrascht mich auch. Ich habe jetzt erst so ein Soda getrunken, das hebt eine ganze Weile. Ich habe jetzt schon echt auch eine Ewigkeit nichts mehr getrunken. Es liegt auch ein bisschen daran, wie viel man läuft, also mit dieser Ausdauer hat das was zu tun. Oh, hier liegen echt ein paar Bäumchen. Wie doll man seine Ausdauer runterknippelt, davon ist das so ein bisschen damit abhängig. Achtung, ich noch einen Schlag, da fällt er in deine Richtung. Ja. Fällt um. Und ich hoffe mal, dass wir auf dem Plateau vielleicht sogar schon relativ sicher sind vor denen. Ich hoffe es auch. Glaub's zwar noch nicht, aber ich hoffe. Dass wir uns vielleicht eventuell einfach schon nur draufstellen können und die nicht mehr uns unbedingt gleich wegklatschen können. Ja, voll. Gingst du mit dem Wagen? Ich habe gerade zwei auf der Schulter. Ich komme mit dem Wagen. Noch 44 Baumstämme. Na, hier liegen überall Sachen im Weg, ne? Jetzt habe ich den Weg. Zeigt mir nicht überall das Baumenü an. Ich kann irgendwie nur hier hinten an der Ecke bauen. Was hast du denn jetzt gemacht? Abgeladen. Also ich kann hier unter nicht... Ah, da. Ich habe doch gerade eben das Baumenü gehabt. Ah, hier.
es ist ein bisschen tricky. Wo ist es jetzt? Da war's. Noch 30, wobei ein paar davon sind nicht mehr für das Haus. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Baumstämme liegen. Hier hinten irgendwo. Bei dem Ich fahr Wagen in der so. Ecke. Ja. Ich fahr mal so, da wo du bist. Da Ja, fahre ich mal hier liegen hin. sie auch. Im Dunkeln, das ist Wahnsinn. Oh, es wird wieder hell, Gott sei Dank. Was? Wo wird's hell? Ne, bei mir nicht. Bei mir schon. Ist voll? Ja, ich trag's rum. Ja, ich schmeiß die beiden hier mal eben hier ab. Kannst du gleich einbauen, dann hole ich den Wagen. Da, wo ich bin, ist Baumine. Wo ist? Da kommt er schon. Jo. Liegen auch noch Ja, zwei daneben. ich stelle mich schnell hin, wo es Baum lieber. Hier. Okay. Ja, ein paar werden wir noch brauchen. 109. Wir brauchen noch 11. 11 für das Eine Ladung. Plateau. Und dann noch ein paar hier für die Baumhäuser. Die Vögel, oder? Vögel also. Genau. Kann man denn hier schon drauf springen? Nee, kann man noch nicht. Bäume liegen keine mehr rum, oder? Nee, ich habe keine mehr gesehen. Quatschen wir noch welche. Jo, bin ich dabei. Welche Ecke? Da hinten? Okay, ich komm, ich bring den Wagen nochmal mit. Ja, hier stehen die meisten Bäume. Na, ich muss gleich mal was essen und meine Ausdauer wieder hochpushen. Ich gehe mich mal kurz setzen und mir was zu futtern holen. Achtung, stopp! Jetzt. So, wo wenn ich jetzt was esse, dann brauche ich mich auch gar nicht mehr hinsetzen, ne? Bringen die schon weg? Ich klatsche hier gerade mal einen um. Kannst du direkt Ja. mitnehmen. Nicht, dass er drauf landet. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Hart geschlagen. War genau die Richtung. Noch nö. Wilder Holzfäller. Ah, hinter mir. Aus Versehen einen Baumstamm noch geschnappt.